einer neuen Folge von Skyblock Factory 2.0. Und wir haben hier aufgehört mit sehr, sehr viel Nix. Ich habe ein bisschen, ich war hier drüben mal, inzwischen sind die Monster gekommen. Und wir haben hier sogar mal was mal gekriegt, eine Essenz. Und ein bisschen Zombiefleisch und was? Vampir bis Cooper? Naja, keine Ahnung. Gut, Vampir haben jetzt schon mal ein bisschen Rohstoffe gekriegt. Und langsam ist es zwar an der Reihe sein, dass wir auch eine Kiste bauen, denke ich mal. Um die ganzen Sachen, die wir hier finden, auch zu lagern. Dementsprechend werde ich hier mal Inventar runtergehen. Bisschen vergrößern hier. Und dann werde ich hier mal eine Kiste drauf bauen. Holz haben wir noch. So, haben gleich eine Doppelkiste. Aber wenn wir es können. Okay. So, dann werde ich die Kiste hier mal hoch draufstellen. Und für die, die jetzt das zugeschaut haben, wieso ich hier eigentlich nicht die Kiste auf dem Boden bauen, das ist darum, weil der Boden nicht auf dem Blockhöhe ist, sondern ein bisschen darunter. Dafür hat man dann kein Problem, dass sie irgendwelche Monsters bauen, weil die dann hier einfach liegen bleiben. So, jetzt mal schauen, ich weiß gar nicht, ob man Zombiefleisch vielleicht kompostieren kann. Tatsächlich, Zombiefleisch kann man kompostieren. Das von dem her ist sehr gut, kann man Zombieköpfe auch kompostieren. Okay, Zombieköpfe kann man nicht kompostieren. Schade. Ich hätte gerne kompostiert. Gut, wir könnten aber das Bruder werde ich mal zusammenfügen, vielleicht können wir es nochmal brauchen. Wir haben Knochen. Das gibt ja Knochenmehl. Sehr cool, habe ganz gar nicht daran gedacht. Sehr schön. 12 Knochenmehl. Da können wir wenigstens wieder mal was. Also, war das gedrückt. So, jetzt bauen wir mal ein bisschen fällen. Und hier auch noch Knochenmehl. Oh verdammt. Das war jetzt ein teurer Baum. Ja, ich weiß, die Falle hier könnte man sich bestimmt effektiver gestalten. Nur habe ich es zuerst mal so gemacht, weil ich einfach nicht die Rohstoffe dafür habe. Wir sind schließlich immer noch im Aufbau von unserer kleinen Siedlung hier, sag ich jetzt mal. Für den letzten Knochenmehl hat es gerade gereicht, ey. So. Und noch ein Baum, sehr schön. Jetzt kommen die hier von alleine. So soll es sein. So. Alles klar. Okay. Okay, das sieht aber gar nicht so toll aus. Gut, die anderen sind alle leer. Zombiekopf ging ja nicht. Zombiefleisch, okay. Aber am effektivsten sind immer noch die Sträucher natürlich, die Äste. Wir haben jetzt wieder eins voll. Und wir kriegen unsere Erde hier. Sehr schön. Bin gespannt, wenn wir ins End können, wie das da aussieht. Ich glaube, das sieht auch ziemlich leer aus, wie ich mich erinnern kann. So, Äste. Und jetzt macht unser Kompost. Der ist noch am Kompostieren. Bei 78%. Und noch ein Sträucher. So, sehr schön. Dann tun wir das durchsieben. Ich glaube, wir müssen Steine bekommen, damit wir
Bruchstein herstellen können. Das wäre im Endeffekt. Was ist denn das hier? Oh, Kartoffelsamen. Essen sogar. Kann man Lebensmittel alles kompostieren, stimmt ja. Könnte man sogar Nahrungsmittel anpflanzen, um sie dann zu kompostieren. Okay, also den Hammer brauchen wir, um den Stein zu zermalmen. So. Und dann den Kies tun wir durch sieben. Hoffen, dass wir gute Sachen rauskriegen. So, was haben wir bekommen? Ein Stück Kohle. Ja, super. Wir haben ein Stück Kohle bekommen. Das heißt, wir können uns die ersten Fackeln machen. Sehr schön. Ich frage mich jetzt gerade, wie kriege ich die Sachen da oben hinten? Hä? Okay, ja, ein bisschen tricky, was diese Leiste anbelangt da, aber man kommt immer schon an die Sachen ran. So ist es ja nicht. Eigentlich, okay, wo hat mich das gerade erledigt? Und ich habe Fragen, was ist eigentlich, wenn die Waffe kaputt geht, bevor man alle abgebaut hat? Aber dann bleibt es auch stehen. So. Ja, wir haben eine Fackel. Ich würde sagen, dann tue ich das mal hier ändern. So. Ja. Wir machen mal einen Half-Slap hier. Ein paar. Zack. Sehr schön. Dann tun wir ebenfalls einen hier hinbauen. Und einen hier hin. So, somit haben wir mal Licht, was hier das anbelangt. Tun wir mal hier noch ein Licht hin. Und dann hier drüben auch noch eins. So. Haben wir jetzt alles verballert, aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen Licht hier. Das ist ja auch mal wichtig. Kann ich hier noch die Äpfel hinzugeben? Warte mal, das ist ein Essen. Kann ich jetzt Äpfel hinzugeben noch? Oh, Tatsache. Also man kann ein bisschen kombinieren. Sachen, ich werde mal die Bücher hier reinlegen, die brauche ich eigentlich nicht, aber nur Platz. Sonderköpfe kann man nicht verwerten. So. Ah, bis es immer fertig ist, ey. Das schon, geht schon ewig, ey. Ich habe mir jetzt echt. Spawn ist kein Skelett mehr oder so, bin ich echt so da. Eigentlich, wenn es genug dunkel wäre, müsste es ein Skelett bauen. Aber es tut es nicht. Demzufolge muss es dann zu hell sein. Okay, dann darf es wohl doch hier sein. Weil es auch doof, wenn das nicht so geht, dann muss ich ja trotzdem mal aufpumpen. Also am besten wäre es, ich hätte Trichter, die Sachen auch auffangen, wenn sie tot sind, die Skillmonster. Jetzt spawnen die Monster dann wieder. Aber für Trichter brauchen wir einiges an Eisen und Eisen haben wir fast nicht. Das ist ein bisschen zu teure Angelegenheit zurzeit. Sei denn, wir erweitern den Baum von so dermaßen groß weiter, dass es kein Problem mehr sein wird. Natürlich die Alternative. Jetzt haben wir schon wieder Erde. Vier.
Wir haben gerade vorhin noch Erde hier erstellt, sehr gut. Tun wir das noch hier reinfügen. Noch hier einen weiteren Baum. Okay, eines Baum ist fertig gewachsen hier. Ja, das, ihr seht schon, das braucht echt seine Zeit hier. Aber wir machen Fortschritte, das ist, kann man schon mal sagen. Jeder Baum, den wir hier fällen, ist einen Schritt näher in die nächste Richtung. So. So, machen wir hier ein bisschen Land wieder. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie es jetzt aussieht. 2, 3, 4, dann kommt hier nämlich der nächste Airblock rein dann. Okay, wir haben den nächsten Baum, den zur Richtung geht zu fällen. Schließlich brauchen wir dessen Zweige. Es gibt auch eine vollautomatische eine Harvester, so ich weiß. Ja, aber da müssen wir natürlich zuerst irgendwie bauen. Ich weiß gar nicht, ist der im Menü drin? Da kann ich mal kurz schauen. Rohrhülle, Harvester Zaun, Harvester Mauer, Harvester Umgangsprojekt, Harvester. Ach du heilige Scheiße. Was braucht der? Mine Factory Loaded. Eine Schere, eine Goldaxt. Ja, da müssen wir Plastik zu finden. Also braucht echte Material. Aber es ist cool, ich finde es wirklich genial, weil du kannst halt wirklich sehr viel bauen, sehr viel machen. Du musst halt nur dir zuerst schwer arbeiten. Also das ist alles kein Ding, dass du so schnell machst. Das hat wirklich viel Arbeit dahinter, weil du für jedes Rezept irgendwie was extrem Seltenes brauchst. Wird dann wieder ziemlich lange gegeben, bis man das überhaupt hat. Aber wenn man es mal hat, dann ist es wirklich wie sagt man? Hosen. Nee, ich kann es nicht sagen. Unglaublich. Omsen, also nennt sich. Ja, ich weiß nicht. Ich bin kein Spezialist. Omsen. Ich sag, so spricht man es aus, in so ähnlich. Jedenfalls. Naja. So, 8 Zweige. Wir kommen langsam unser Ziel, wo wir hin wollten. So, oh nee, ich bin verbaut. Und wir machen einen Hauslab, den müssen wir mal kurz wegbauen, der steht eigentlich falsch. Ja, und ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das genau hinkriege, dass ich die Adminrechte bekomme, dass auch die, wenn ich hier auf LAN öffnen mache, Cheats an, starten, habe ich hinbekommen, dass dieses Magnet-Tool funktioniert. Das will nicht funktionieren. Das ist ganz merkwürdig. Vielleicht kann man auch irgendwie das Spiel via Server starten oder so, via AT-Launcher, dann wäre das natürlich kein Problem. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, bis ich da mal nachschaue, ob es sowas auch gibt. Oder ob sowas möglich ist, sagen wir so, besser gesagt. Ja gut, so. So, die Fläche ist bereit, wir sehen schon, was wir vorhaben. Und am Anfang wird ziemlich wachsen noch, das heißt, wir brauchen noch mehr Erde. Und ja, Licht bräuchte mir auch schon wieder. Unglaublich. Schön, sonst wird schon langsam dunkel hier. Aber hier werden wir noch über Laternen hinbauen, wenn wir dann entsprechend auch Licht bekommen.
Okay, das ist doch ein bisschen dunkel hier. Ja, es ist nicht so optimal verteilt. So, aber ihr seht schon, was wir vorhaben. Und jetzt schauen wir mal, was die Zombies machen, aber erst in der nächsten Folge. Dementsprechend sage ich danke vielmals fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da und schaut beim nächsten Mal wieder ein. Das heißt hier Sky Factory 2.0. Tschüss, tschüss.